6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Öffnet die Wand! Öffnet die Wand! Die Mauer muss weg! Die Mauer muss platzen! Gelungen! Wenn ihr alle nach Süden wollt, okay, ja gut, wenn ihr das wollt. Bitte. Okay, Kunga, du musst aber auch noch dein Intro machen eigentlich. Genau. Kunga, jetzt muss alle. Darauf warte ich, das ist mein Highlight dieses Jahr. Achso, okay, ja, okay, alles klar. 1, 2, 3. Was geht ab, meine Freunde, zur nächsten Staffel Craft Attack? Viele Leute wie noch nie. Ich wünsche jedem Teilnehmer viel Spaß. Passt auf euch auf und 1 Meter Abstand, bitte. Alles klar. Let's go. Let's go. So, hallo auch von mir. Ich habe mich die ganze Zeit gemutet gehabt, weil ich keine Lust hatte, da auch noch zwischen zu brüllen. Shopping District ist von uns links, das heißt, ich werde mich komplett rechts sein. Ich weiß allerdings nicht, wo mein Schneebiom ist, was ich mir ausgeguckt hatte. Aber wir werden sehen, ich werde das schon irgendwie finden. Und fliegen jetzt erstmal los. Bin auf jeden Fall schon ziemlich weit irgendwie. Deswegen werde ich jetzt erstmal schauen, dass ich hier irgendwo hinfliege, wo Land ist. Und ich glaube, hier bin ich auf jeden Fall falsch, aber das ist nicht so schlimm. Da ist auf jeden Fall schon jemand. Ich glaube, das könnte sein, dass ich genau in die falsche Richtung geflogen bin. Ich werde deswegen hier einfach mal weiter am Wasser entlang. Ansonsten muss ich halt gucken, dass ich mir gleich nochmal einen anderen Spot suche. Hier ist auf jeden Fall. Also ich möchte eigentlich nicht. Das sieht doch gut aus. Also ich hatte überlegt, entweder in ein Schneebiom zu gehen oder ganz normal Plains. Ich glaube, das sieht ganz gut aus hier. Es dürfte auf jeden Fall Plains sein. Und wir hätten einen Sumpf direkt nebenan. Wäre auch nicht schlecht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir ein bisschen zu viel Wüste. Ich habe keine Ahnung, wie weit weg ich vom Spawn jetzt bin, ob das noch klar geht, aber ich denke mal schon. Ich glaube, ich werde gucken, dass ich diesen Berg da erklimme und mich da irgendwie hinsetze und meine Base hier unten mache. Und ja. Es sind auf jeden Fall ziemlich viele Leute da. Ich habe mal grob gezählt, also wir sind irgendwie um die 35 oder 34 Leute. Ich bin auf jeden Fall schon mal ein Schweinchen. Also ich glaube, ich würde tatsächlich mich hier niederlassen, weil das eigentlich ganz cool aussieht. Weil ich dann halt einfach von oben nach unten die Möglichkeit habe, mich basemäßig auszubreiten, ohne jetzt großartig irgendwas zu bauen. Ich habe niemanden hier gesehen in meiner Nähe. Ich hoffe natürlich, dass das so bleibt. Da unten habe ich direkt einen Sumpf nebenan. Wir haben direkt Wüste nebenan. Und ich habe mal gehört, ein guter Spawn ist immer zwischen mehreren Biomen. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir hier. Jetzt muss ich dann allerdings erstmal nach unten Richtung Sumpf, weil ich mir ein paar Bäume snacken muss, weil irgendwie gibt es hier keine Bäume. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo das so alles hinführt. Die anderen scheinen irgendwie alle nah beieinander zu sein. Ich weiß nicht, ich glaube meine Sounds sind sehr leise. Meine Minecraft-Sounds. Ich kann die, glaube ich, mal ein bisschen lauter machen. So, jetzt hört ihr wenigstens auch was. Mein Plan war es eigentlich, so weit wie möglich von den anderen entfernt zu sein. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das geschafft habe. So wie das aussieht, weil bei mir in der Nähe scheint niemand zu sein. Unten, wo ich eigentlich hin wollte, war schon jemand, deswegen bin ich nur ein Stück weiter geflogen. Und ich glaube, das passt dann so. Also fast lief das hier nicht drauf, wir haben gar nichts drauf hier. Nur so Infos, ist nur Vanilla. Das Einzige, was ich noch rauf mache, ist eine Map, weil ich keine Lust habe, alles zu suchen.
Und weil ich halt einen sehr schlechten Orientierungssinn habe. Und ich werde mir noch eine Light-Levels-Mod draufpacken. Einfach, damit ich ein bisschen besser aufgestellt bin, was das angeht. Und ja, sonst fängt jetzt halt so das normale Tour hier an. Ne? Man kennt erstmal alle Sachen hier zurecht schnibbeln quasi. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich werde auf jeden Fall erstmal Schilder machen, glaube ich, weil ich gerne das komplette Gebiet hier auch behalten würde. Ich glaube, ich mache auch noch ein Schild, nochmal Schilder, dass ich auf jeden Fall genug habe. Und dann schreibe ich das jetzt hier einfach hin. Damit halt hier drumherum nichts gebaut wird. Das sollte eigentlich funktionieren. Vielleicht hätte ich das Schild einfach hier hin machen sollen, weil ich will den Crafting Table eigentlich mit nach oben. Wo ist auch egal. Das ist eigentlich auch egal. Jetzt werde ich mich auf jeden Fall erstmal nach oben verziehen, nachdem ich mir noch ein paar Bäume mitgenommen habe. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Schaf. Mit brauner Wolle. Was ja eigentlich relativ egal ist. Und da sind Saplings. Das war mir jetzt wichtig. Dann kann ich die nämlich einfach mit nach oben nehmen und die dann auch da ein bisschen wachsen lassen oben auf dem Berg. Dann habe ich auf jeden Fall genug. Und ja, mein Plan für Craft Attack ist eigentlich, ich hoffe, mein Mikro funktioniert diesmal richtig. Nicht so wie bei Adventure Craft. Mein Plan ist eigentlich, dass meine kleine, in Anführungszeichen, Hauptbase, von wo ich überall hinfliege, ein bisschen inspiriert ist von dem Disney-Film Oben. Und zwar würde ich gerne ein Haus bauen mit verschiedenen Ballons dran, was in der Luft schwebt. Und das zum Beispiel eignet sich hervorragend, wenn es hier schwebt. Oder halt oben, das weiß ich noch nicht. Deswegen werde ich mir da noch irgendwas überlegen. Und jetzt werde ich erstmal schauen, dass ich mich hier irgendwie hoch mache. Ja, das erweist sich wahrscheinlich jetzt als ziemlich kompliziert, aber das kriegen wir schon geregelt irgendwie. Okay, das sollte ich nicht machen tatsächlich. So. Die scheinen auch irgendwie wirklich alle beieinander zu sein und ich habe mir eine recht abgelegene Base ausgesucht, hoffe ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht, aber wir sollten hier schon relativ hoch kommen. Ja, perfekt. Mein Ziel ist es eigentlich nicht über den Wolken zu sein, aber ich glaube, im Moment kann man noch knicken. Ich glaube, das ist alles über den Wolken hier. Ja. Wir haben jetzt erstmal einen Saturation-Effekt. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich die Clouds gleich einfach ausmache. Ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Wir haben jetzt erstmal einen Saturation-Effekt. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal nichts essen. Ich weiß nicht, für wie lange tatsächlich. Kann ich das nicht nachgucken? Nope. Oder wir haben alle halt nochmal voll bekommen. Ich weiß wirklich nicht, wo. Ach, guck mal, hier ist auch ein Schaf. Sehr gut. Und hier sind auch Bäume. Akazienbäume. Ich habe hier halt direkt alles. Wundervoll. Es scheint auch so zu sein, als wäre hier unten drunter... Wow, okay, ich habe eigentlich den perfekten Spot. Ich habe Lamas, ich habe Schweine, ich habe Schafe. Habe eigentlich so gut wie alles, was ich brauche. Jetzt brauche ich mir eigentlich nur noch ein Bett machen, mich nach ganz oben chillen. Moment. Tut mir sehr leid, aber ich brauche deine Wolle. Ich hoffe, es gibt nur zwei. Ich glaube tatsächlich, dass wenn ich jetzt graue oder schwarze Wolle, ist das in Vanilla nicht möglich, oder? Da ist es egal. Wir versuchen es einfach. Genau. Ansonsten mache ich mir jetzt einfach noch ein Crafting Table. Ich meine, wir haben es ja, ne? Und machen wir mal kurz ein Bett. Ich hoffe, das funktioniert. Oh je, oh je. Es funktioniert natürlich nicht. Ich spiele in letzter Zeit auch wieder ein bisschen modded, deswegen bin ich mir da nie so sicher. Bei manchen Mods funktioniert das ganz gut und bei manchen halt nicht. Deswegen, ja, brauche ich noch eine weiße Wolle. Aber so ist es. Ja, mal oben gucken, vielleicht haben wir da noch irgendwelche Tierchen oder so. Wir schauen einfach mal ganz vorsichtig nach.
Ich hoffe, das gibt hier nicht irgendwie Serverprobleme, wenn ich hier ganz oben rum schlawenzel. Oh, das ist auf jeden Fall ziemlich nice hier. Das ist sehr, sehr hoch. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das war mein Plan. Okay. Wir haben hier unten halt noch so eine Plattform. Vielleicht können wir das Haus auch einfach hier hin machen. Das ist, glaube ich, auch ganz nice. Genau. Und ich weiß nicht, mache ich die Clouds aus? Ihr könnt mir ja mal so ein bisschen was in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Ich habe auch lange hier nichts hochgeladen, im Übrigen. Deswegen, was mach ich? bevor irgendwelche Leute sagen, oh, springt nur auf den Hype-Train jetzt auf, damit sie irgendwie Views abgreift. Mir bringt das gar nichts, Leute. Meine Videos sind komplett nicht monetarisiert. Ich mache das hier alles nur aus Spaß. Aber den meisten Crafted-Content wird es wahrscheinlich trotzdem noch auf Twitch gehen. Deswegen könnt ihr gerne mal in die Infobox klicken und euch umschauen und klicken und euch vielleicht mal einen Livestream anschauen. Falls ihr das Video jetzt gerade am Samstag guckt, gibt es später direkt einen Livestream. Dieses Video wird um 9 erscheinen und um 12 dürfen wir alle streamen. Das heißt, ab 12 werde ich Open-End, mal sehen, wie lange das insgesamt geht, einen Livestream starten mit Craft Attack. Und da wird man bestimmt auch mit dem einen oder anderen mal zusammen ein bisschen im Discord hocken und quatschen. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne da vorbeikommen. Ich bin bis jetzt, im Moment, muss ich sagen, positiv überrascht. Craft Attack 6 hat für mich persönlich etwas chaotischer angefangen, also es war recht gesittet. Wir haben zwar lange gebraucht, bis wir gestartet sind, aber an sich war alles recht gesittet und ja. Ich glaube, ich muss die doch noch mal ein bisschen leiser machen. Ich glaube, so ist ganz gut. Wie ich das mit der Musik mache, weiß ich noch nicht. Ich werde wahrscheinlich was aus der YouTube-Library benutzen, einfach um sicher zu gehen. Ihr wisst ja, mit den ganzen Copyright-Sachen, DMCA-Strikes etc. Sollte man nicht gleich fertig umgehen. Jetzt haben wir ja erstmal so ein bisschen was angewurstelt. Überlegen, ob ich die Akazienbäume mal direkt fälle hier. Ich glaube, das mache ich auch. Und dann kann ich nämlich von hier aus direkt minen gehen quasi. Hab natürlich ein bisschen weiter bis auf die Ebene, aber das wird schon irgendwie gehen. Eigentlich wollte ich, außer hierher, hätte ich noch gerne ein Eisbiom gehabt. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass das hier besser ist, weil Eisbiom ist auch immer schwierig, das Wasser friert zu etc. Ich glaube, das ist schon ganz gut so. Und wenn man eine Elytra später hat, wann das End geöffnet wird, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wenn man Elytra später hat, dann wird das mit Sicherheit auch ganz gut gehen. Dann ist es, glaube ich, auch egal, in welchem Biom man dann sich aktuell befindet. Deswegen ist das schon in Ordnung so, würde ich sagen. So. Also ich habe mich auf jeden Fall hier schon mal häuslich niedergelassen. Ich bin gespannt, wer bei mir in der Nähe ist. Ich werde für die nächste Folge auf jeden Fall gucken, dass ich mir einen Shader installiere, beziehungsweise für den Livestream dann, weil das hier wird die erste Folge sein. Danach kommt der Livestream und dann geht's erst weiter. Ich werde mir auf jeden Fall einen Shader noch raussuchen. Wenn ihr coole Resource Packs habt, also Texture Packs, könnt ihr die auch mal gerne in die Kommentare posten. Da bin ich mir mal nie so sicher. Wir spielen 1.16.4. Es gibt halt noch nicht viel dafür. Deswegen, vielleicht habt ihr ja einen Plan. Sollte ich mir jetzt noch ein Schaf besorgen, dass ich wenigstens ein Bett habe? Sollte ich das tun? Und spawne ich... I see. Sonst spawne ich ja immer wieder am Spawn. Das ist ja irgendwie auch nicht so gewollt, ne? Ich glaube dann... Da ist noch ein Schaf. Sehr schön. Dann muss ich nur eins töten jetzt gerade. Dann habe ich auf jeden Fall das Bett sicher. Und dann gehen wir wieder hoch. Um uns herum sind also eine Menge Tiere, was schon mal sehr praktisch ist. Das Einzige, was ich nicht gesehen habe, sind Kühe, aber die kriegen wir auch noch irgendwie hier hin. Es gibt ja zum Glück Boote. Und ja, falls ihr meine Tastatur hört, tut mir das sehr leid. Das ist im Moment eine 10-Euro-Tastatur, die immer vorne in der Auslage liegt von Mediamarkt, weil ich leider Kaffee über meine Tastatur geschüttet habe und die momentan nicht funktioniert. Drückt mal die Daumen, dass sie es doch noch tut. Irgendwann. Ich habe sie gerade zum Trocknen hingelegt. Mal sehen, ob es doch noch was wird. Und ansonsten müsst ihr mit dem Klackern
vorlieb nehmen. Ich glaube, so allzu schlimm ist es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr es überhaupt hört. Und ich hoffe auch, dass mein Mikro nicht abgehackt ist. Das ist immer mein größtes Problem, weil ich nicht allein hier im Raum sitze, aber das kriegen wir schon hin. Ah, guck mal, die Schweinchen sind auch schon fleißig hier. So. Wenn ihr einen Plan habt, wo ich mich befinde und wo die anderen sich befinden, dürft ihr mir natürlich auch Bescheid sagen. Dazu müsst ihr natürlich die Videos der ganzen anderen Leute gucken. Die Leute sind wie immer auch in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr dann auch mal nachschauen. Beziehungsweise glaube ich eher, dass wenn dann Leute von woanders zu mir kommen, statt Leute von mir zu anderen Menschen überwandern. Deswegen, ja, aber ich habe jetzt auf jeden Fall ein Bett, zum Glück. Respawn, Point, perfekt. Das ist eigentlich auch das, was ich einfach in der ersten Folge machen wollte. Ich wollte unbedingt schon mal eine eigene Base haben, wo ich dann erstmal so ein bisschen mich ausbreiten kann. Und ich glaube, ich werde auch gar nicht so viel mehr machen, weil ich es viel, viel spannender finde, diese ganzen Anfänge und Fails am Anfang im Stream zu machen. Also wir haben ja auf jeden Fall einen schönen Ausblick und sind echt hoch. Können wir mal gucken. Ja, 192, also weiter hochbauen kann ich nicht wirklich. Da muss ich wirklich gucken wegen der oberen Bauhöhe. Genau. Und ja, ich habe es auf jeden Fall geschafft. Ich bin nicht gestorben direkt am Anfang. Oh, mit dem Dirtblock in der Hand. Ich bin nicht direkt gestorben am Anfang. Das soll es von mir von der ersten Folge gewesen sein. Sehr, sehr kurz, ich weiß. Allerdings möchte ich, wie gesagt, eigentlich so richtig erst im Livestream anfangen. Gut, da hat schon der erste Diamanten. Läuft auf jeden Fall bei denen. Ja, ich bin halt ein langsamer Spieler und genau. Im Stream streame ich immer mit Facecam. Die Folgen werden immer ohne sein, weil ich es irgendwie weird finde, während einer Minecraft-Aufnahme eine Kamera anzuhaben. Was für YouTube-Folgen ich machen werde, weiß ich noch nicht genau. Geplant hatte ich jetzt erstmal, wenn ich spiele oder auch wenn ich sogar streame, dass ich dann einfach zwischendurch so Updates mit einfange, mit einer Aufnahme und die dann einfach zusammenschneide, sodass ihr so ein bisschen den Fortschritt seht. Jeder Livestream soll eigentlich auch ein Video werden, so ein bisschen, dass man sieht, was alles so gemacht wurde. Quasi wie so eine Art Zusammenfassung. Und ja, geht schon ordentlich ab im Chat, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe mich hier ganz gut verkrümelt. Wenn ihr an mich glaubt, dass ich doch jetzt mal schaffe, ein paar mehr YouTube-Videos hochzuladen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Daumen nach oben unterstützt. Und Kommentare lese ich übrigens unglaublich gerne. Deswegen dürft ihr da auch gerne was hinterlassen. Wenn ihr Pläne habt, was ihr gerne sehen wollt, ich bin totaler Redstone-Noob, deswegen wird das sehr, sehr lustig, wenn ich meine ersten Farmen baue, weil da wird wahrscheinlich alles drunter und drüber gehen. Wenn ihr da Bock drauf habt, einfach mal ein bisschen kommentieren, ein bisschen schreiben und dann sehen wir uns hoffentlich heute, beziehungsweise dann später in dem Video, in der Zusammenfassung vom Stream. Heute ab 12 gibt es den Stream, Open End, keine Ahnung, wie lange ich mache, mal schauen. Bis dahin, tschüssi!